Ja, hi und herzlich willkommen zur Silvesterfeuerwerk Einkaufstour 2023, 2024. Es ist eigentlich unglaublich, dass es schon wieder Silvester ist und dass jetzt schon wieder eine Einkaufstour ist. Jetzt wird richtig ordentlich Feuerwerk geshoppt. Wie ihr sehen könnt, ich stehe hinter einem Lidl und zwar ist es jetzt ca. 6.25 Uhr und man glaubt es kaum. Ich bin komplett alleine hier auf dem Parkplatz und es stehen zwar noch Autos hier, ein paar Angestellte, aber man glaubt es wirklich kaum, ich bin momentan noch der Einzige und ich bin echt gespannt, wie viele Leute jetzt gleich noch kommen werden und ja, was halt heute so abgeht. Mal sehen, das wäre ja eine Sensation, wenn ich heute um 7 Uhr als einer der Ersten, vielleicht der Einzige, vielleicht einer von 5, einer von 10, den Lidl betrete und Feuerwerk, genügend Feuerwerk in meinen Einkaufswagen packen kann. Das wäre ja mal richtig nice. Also, kurzes Zwischenupdate, wir haben jetzt ca. 6.45 Uhr. Bis 6.50 Uhr. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Einzige. Es sind circa 5, 6 Leute noch gekommen. Und ich hoffe, ich glaube auch, dass es jetzt noch richtig, richtig voll wird. Ja, ich schätze mal so 10, 20 Leute werden es schon sein. Ihr könnt ja gerne mal berichten, wie es bei euch war. Bei mir geht es jetzt auf jeden Fall gleich los. Viel Spaß. Faszination, dieses Gefühl, dieses Kribbeln im Bauch, eiskalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut, Silvesterfeeling legendär, Silvesterfeeling legendär. Faszination, dieses Gefühl, dieses Kribbeln im Bauch, eiskalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut, Silvesterfeeling legendär, Silvesterfeeling legendär. Die Begeisterung für Feuerwerk wird niemals vergehen. Diesen Funken hat man mir in die Wiege gelegt. Um Feuerwerk zu zünden, ist es niemals zu spät. Ich reich dir die Hand, komm, geh mit mir diesen Weg. Von der ersten Knallerbse bis zum Funkeverbund. Silvesterfeeling pur, es geht mit uns richtig rund. Ich vermisse es, das Counterkaufrausch atemberaubend. Effekte, Magie, den ganzen Tag nur am Staunen. Starke Augenringe. So, Freunde, Einkauf bei Lidl ist beendet. Ihr seht, wie viel ich bekommen habe. Unfassbar, ich habe wirklich alles bekommen, was ich wollte. Mega viel. Wir haben hier zum Beispiel die Superfly, die Bloody Mary, die Laser Fontaine, wir haben die Sky Shots, eigentlich alles dabei. Pyro Conversion. Dann haben wir hier die New Beastmaster. Wie gesagt, ich habe wirklich alles bekommen. Sogar hier die Stormy Flash ist dabei. Die Pyro Sensation. Wir haben jetzt hier die Alligator in der neuen Form. 15 Schuss. Dann hier die Bloody Brilliant. Das haben wir noch die Yin und die Yang. Richtig schöne Fontänen. Und natürlich bei den Vulkanen habe ich richtig zugeschlagen. Jeweils zwei Stück. Mit einem Preis von 6,90 € kann man da nichts sagen. Die kosten ja so um die 10, 11 Euro eigentlich pro Stück. Deswegen ist das echt sehr, sehr gut. Dann haben wir hier noch die Flashbangs. Die Double Crusher haben wir natürlich noch. Und die sehr, sehr bekannten Bang and Ghost-Raketen, die eigentlich nur in Bayern und, glaube ich, Baden-Württemberg oder Süden Deutschlands gab und dieses Jahr in komplett Deutschland auch. Deswegen zum Testen ein Paket auch hiervon. Dann das schöne Pyromix Kits und das Kracher Inferno. Und natürlich hier haben wir ja noch die, versteckt sich ein bisschen, die Final Countdown. Also wirklich alles bekommen, was ich wollte und jetzt geht's zum nächsten Laden. Ja, Freunde, nächste Station und zwar ist das der Thomas Philips. Ihr seht es im Hintergrund. Leider Gottes, jetzt hier noch ein bisschen Motorengeräusch, aber das macht nichts. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Thomas Philips, ich bin leider 5 Minuten zu spät gekommen. Die Schlange war schon riesig lang, aber ich habe trotzdem noch 2 Funke bzw. Albert Batterien bekommen. Die zeige ich euch jetzt gleich. Vielleicht, ich überlege auch noch zu einem anderen Thomas Philips zu fahren. Der ist ein bisschen 50, 60 Kilometer jetzt nochmal entfernt. Weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt antue. Aber mal schauen. Ja? Also die Batterien sehen auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Und es wird sich bestimmt auch lohnen, diesen Umweg jetzt zu fahren. Ja, was ich noch sagen wollte, und zwar bin ich jetzt hier in den Laden rein. 5 Minuten später, habe ich euch gesagt. Und da wollte ich einfach mal gucken, wie lang die Schlange ist, also die Menschenschlange, wie lange, ob es sich überhaupt lohnt, sich anzustellen. Und auf dem Weg bis am Anfang der Schlange kam einer vorbei
hatte zwei solche kleinen Batterien, die Tiger King war das jetzt, und hat gesagt, ja, möchtest du eine haben? Da habe ich natürlich gesagt, okay, ich nehme eine. Da war ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar und ein richtiger Ehrenmann. So, da ist nun die Ausbeute von Thomas Phillips. Einmal die Tiger King, richtig schöne 16 Schuss Gold Batterie. Und einmal, wer glaubt es kaum, ich habe noch die Purple Haze bekommen. Ja genau, es fehlen halt noch zwei Extreme Terror und die Barbie's Boy. Mal sehen, wo ich die noch auftreiben kann. Jedenfalls freue ich mich überhaupt, zwei Sachen davon bekommen zu haben. Und ab geht's zum nächsten Standort. So Freunde, nächste Station steht an. Ihr seht es wieder im Hintergrund. Es ist diesmal Aldi Süd. Wir haben jetzt ungefähr 9 Uhr, 9.05 Uhr, also kurz nach 9. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was ich jetzt hier in dem Aldi Süd noch bekommen werde. Das sind ja circa 4-5 Artikel. Und ja, geht es auf jeden Fall jetzt gleich rein. Was ich noch zu Thomas Phillips sagen wollte, wo ich vorhin war, also die hatten wirklich nur 25 bis 30, also wirklich höchstens 30, 35 Artikel pro Batterie, also von den Albert-Batterien. Und das war ja natürlich sehr, sehr, sehr schnell ausverkauft. Habe ich auch eigentlich gesagt, auch abtelefoniert. Zwei, drei Thomas Phillips noch. Ja, Antwort war immer gleich, nach 15 Minuten weg, nach 20 Minuten weg, alles weg. Die anderen hatten noch ein, zwei Sachen, aber das war dieses Jahr wieder extrem, extrem, wirklich krass. Deswegen, jetzt geht's zu Aldi Süd. Wach war, keine Zeit mehr für Kompromisse, Abfahrt. Letztes Jahr war Fail, dieses wird umso lauter. Leidenschaft, Feuer, Kunst, Silvester, Zauber. Faszination, dieses Gefühl, dieses Kribbeln im Bauch. Eiskalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut. Silvester-Feeling legendär. Silvester-Feeling legendär. Faszination, dieses Gefühl, dieses Kribbeln im Bauch, eiskalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut, Silvester-Feeling legendär, Silvester-Feeling legendär. Schon damals war bei uns Siedel voll im Trend. Voller Stolz entschied ich mich für ein Familiensortiment. Ich nahm Rücksicht, auch zu später Stunde, denn mein allerbester Freund war ein Schäferhund. Bevor mein Opa starb, sah ich Feuer in seinen Augen. An Silvester brachte ich ihn mit Feuerwerk zum Staunen. Ich rannte ständig rein, raus, um Nachschub zu holen. Die Nachbarn blieben cool, denn sie kannten das. Aldi Süd-Einkauf ist beendet. Ich zeige euch das jetzt gleich mal hier aus dem Einkaufswagen. Und zwar einmal die Rockstar und einmal die Blowout. Dann hier so einen schönen pinken Vulkan. Dann immer die Drachenfeuer oder Drachenzauber ist hier. Dann hier die Pegasus. Und Star Hunter habe ich auch noch gekriegt. Hat mich echt überrascht. Über eine Stunde nach Ladenöffnung ist das Sortiment noch verfügbar gewesen. Und hier ein bisschen Spielkram für die Kleinen natürlich auch noch dabei. So Freunde, weiter geht's auf meiner Silvesterfeuerwerk-Einkaufstour und zwar die vorletzte Station steht an. Ihr seht schon im Hintergrund, es ist der Discounter Norma. Ja, jetzt geht's rein, es ist jetzt circa 10 Uhr. Ich bin überhaupt gespannt, was sich jetzt so bei Norma tut, wie viel überhaupt noch da ist und ob überhaupt noch was da ist. Das weiß ich nicht und deswegen finden wir das jetzt raus und gehen ab zu Norma. Ich miete einen riesengroßen Lieferwagen. Passt da alles rein? Ich hab so viele Fragen. Alle meine Supermärkte haben Spitzenpreise. Ich kauf Feuerwerk und zwar kistenweise. Die Kassiererin denkt sich Wahnsinn. Das Laufband ist voll wie der Wagen. Heiße Ware muss alles einmal anfassen. Kein Benehmen, ich kann mich nicht anpassen. Camcorder raus, Feuerwerk im Visier. Die Verkäuferin wirkt leicht irritiert. Vor Freude pur, ich jump in den Einkaufswagen. Feinste Ware, ich könnte in dem Einkauf bauen. Einkauf von Norma ist beendet. Ihr seht jetzt wieder aus dem Einkaufswagen. Und zwar habe ich hier gekauft die Big Bombastic 11 Schuss, die Monster Burner, die Burning Crown, die Unicorns Fountain, XXL Cracker Balls. Dann gab es überraschend Leslie Feuerwerk bei Norma, die Future Cyborg, richtig schöner Pyro Mold Cake. Wir haben jetzt hier noch die Sweet 16. Was habe ich noch ergattert? Und zwar die Pyro, dann die Unicorn Fountain. Genau, und das war's. Und die Verkäuferin hat gesagt, sie kriegt noch Nachschub
so in circa 2-3 Stunden, weil einiges nicht geliefert wurde. Aber ja, ihr seht ja selbst, ich habe genug Feuerwerk eingekauft. So, jetzt ist Zeit für die letzte Station meiner Feuerwerk-Einkaufstour. Und zwar seht ihr es wieder im Hintergrund. Diesmal ist es der Discounter Center Shop. Da ist noch, steht noch eine Batterieabholung auf dem Plan. Also das habe ich im Vorfeld bezahlt und vorbestellt sozusagen und hole ich es jetzt ab. Und dann ja noch so ein bisschen Kleinkram, 1, 2, 3 Sachen. Und dann werde ich auch die Einkaufstour beenden. Die Welt leuchtet auf, keine Kriege mehr. Bunte Farben, ich wünsche mir den Frieden her. Glück, Spaß, Freude, funkelnde Kinderaugen. Pyros an die Macht, wir müssen fest dran glauben. Feuerwerk für immer, bis wir sterben. Ein Leben für den Traum, stahlharte Nerven. Grenzenlos, jedes Wunder ist machbar. Pyrozauber in der Nacht, unantastbar. Schiffe sieht nicht gut aus, heute ist Einkaufstour. Ich mach heute nur blau für die Einkaufstour. Niemand kann mir was sagen, ich bleib einfach stur. Ein Jahr hab ich gewartet auf die Einkaufstour. Schiffe sieht nicht gut aus, heute ist Einkaufstour. Ich mach heute nur blau für die Einkaufstour. Niemand kann mir was sagen, ich bleib einfach stur. Ein Jahr hab ich gewartet auf die Einkaufstour. Wir fahren durch die Stadt, Highspeed-Mucke aufgedreht. Auch jetzt nochmal bei Center Shop zeige ich euch, was ich mitgebracht habe. Und zwar einmal The Piano Man, das ist so eine Fontänenbatterie. Richtig, richtig nice, also quasi so ein Designfeuerwerk. Und dann haben wir hier diese Bestellung, was ich gesagt habe. Die Vorbestellung Fallas Wolf Bite. Und was hatte ich mir noch mitgebracht? Diese komischen, diese Org-Teile hier. Auch ganz nice. So Freunde, ich habe mir mal hier ein ruhiges Plätzchen gesucht, aber es ist ein bisschen windig. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem noch. Ja, ich möchte einfach hiermit meine Einkaufstour beenden. Ihr seht ja auch im Kofferraum, also der Kofferraum, ich gehe mal ein bisschen zur Seite, ja, der ist ziemlich prall gefüllt mit richtig schön viel Feuerwerk. Ungefähr 600 Euro habe ich heute ausgegeben, richtig tollen Stuff gekauft. Und ja, ich möchte mich einfach nochmal bedanken fürs Zuschauen. War echt eine sehr, sehr stressige Einkaufstour, muss ich sagen. Also ich glaube, noch 3 Einkaufstouren kriege ich einen Herzinfarkt. War echt heftig. Und ja, ist halt riesiger Stress halt mit diesem ganzen Einkaufen. Aber ich glaube auch mit diesem ganzen Social Media Hype. Ja, es wird einfach immer mehr. Es wird immer mehr gehypt. Es wird immer heftiger. Und man muss immer früher vor dem Laden sein und... ja, man muss sich halt wirklich entscheiden. Ja. Geht man dann zu Thomas Phillips zum Beispiel, bekommt die 2 Batterien, geht dann eine Stunde lieber zu Lidl später und bekommt da vielleicht 5 oder 6 Batterien weniger. Das ist halt immer das Problem. Und ja, deswegen möchte ich mich einfach ganz kurz jetzt verabschieden und ich bedanke mich bei euch allen. Ich hoffe, ihr habt das Video, euch hat das Video gefallen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall bei den nächsten Videos. Auf jeden Fall im neuen Jahr sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, bis dann.